Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Schwarz von Böse Onkels in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwarz von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 1993. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 9. Album der Band, das Ganze am 4. Oktober 1993 erschienen. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Einmal hier rein. Und dann können wir mit etwas Geschick hier wunderbar aufschneiden. So. Einmal. Und jetzt vielleicht noch einmal hier oben aufschneiden, damit sich das auch gut abziehen lässt und wir dann nicht irgendwie die Ecken oder so abknicken. So. Genau. Gut, das ist die Vinyl. Schwarz, der Name ist Programm, das Cover ist hier wirklich in Schwarz gehalten komplett. Und dann haben wir hier in so einer Hochglanzoptik, also man sieht es hier wirklich nur, wenn es ins Licht fällt, den Schriftzug Böse Onkels. Und der ist hier sehr speziell, denn wir haben hier einmal ganz regulär die Buchstaben, dann darunter einmal diese Symbole, also diese Fingersymbole, dieses Fingeralphabet. Also bedeutet Böse Onkels hier nochmal als Fingeralphabet. Und wir haben zusätzlich auch noch hier auf den Buchstaben diese Punkte, also Blindenschrift. Bedeutet dreimal hier der Schriftzug Böse Onkels drauf. Das Ganze ist 1993 eben erschienen als Doppelalbum. Bedeutet, der quasi erste Teil, die erste Hälfte war diese hier, weiß. Und auf diesem Album waren 12 Tracks drauf auf weiß. Und deswegen, drehen wir das Ganze mal um, jawohl, geht das Ganze hier auch direkt los mit der 13. Also falls ihr euch wundern solltet, warum hier nicht bei 1 gestartet wird, sondern von 13 bis 25 das Ganze läuft. Das liegt eben daran, dass man die ersten 12 Tracks auf weiß hatte. So, das Ganze ist hier in Schwarz gehalten auch wieder. Dann kommen hier wieder so Sachen beim Hochglanz zum Vorschein. Unter anderem haben wir hier so einen großen Mond und diverse Sterne. Darunter dann die Infos zu Label und Beteiligten und unten rechts gibt es dann auch noch einen Barcode. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Kleine Info noch zu diesem Album, was es damit auf sich hat, mit dieser Schwarz-Weiß-Thematik. Ein kurzes Zitat der Band zu diesem Doppelalbum, zu diesen beiden Alben. Ein schwarzes und ein weißes Album sollte es sein. Gut und böse, schwarz und weiß, Sonne und Mond, A bis Z. Die Dualität des Lebens, die sich in den Texten widerspiegelt, sollte auch auf den Covers wiederzufinden sein. Sie sollen jeden auf den ersten Blick zum Nachdenken bringen. Ja, so viel dazu. Dann haben wir hier die bedruckte Papierhülle zur Vinyl. Hier oben lesen wir, das sind die Lieder, die den Leuten die Ausdauer verleihen, die Demütigungen ihres Lebens einen weiteren Tag zu ertragen. Dann die vier Herrschaften hier, inklusive Name und Funktion. Darunter dann die Credits zum Album. Und auf der Rückseite haben wir die gesamten Lyrics. Spannenderweise haben wir hier ein Z. Auf der Weiß-Vinyl war dann hier ein A, also A und Z oder A bis Z. Und auf der Weiß-Vinyl war außerdem der Mond nicht drauf, sondern die Sonne. Also das ist auch nochmal hier dieser ganze Kontrast oder diese ganze Dualität. Hier haben wir in der Mitte den Mond. Wie gesagt, auf der Weiß-Vinyl war es dann die Sonne. Und auf der Rückseite lesen wir hier auch Mond und Schwarz. Also wie gesagt, es geht hier direkt los mit Track 13. Bis Track 23. Ah ja, habe ich mich vorhin verzählt, gell? Ich hatte hier auf der Rückseite, hatte ich vorhin 25 gelesen. Nein, es sind natürlich 23 Tracks. Also bis 23 durchnummeriert, bedeutet auf diesem Album dann 11 Tracks hier drauf. Die sind hier verteilt auf die Mond- und auf die Schwarzseite. Und dann packen wir das Ganze hier mal wieder zurück in die Hülle. Passend zum Album natürlich die Vinyl auch komplett in Schwarz.
Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl hier in schwarz. Die kommt hier mit insgesamt 11 Tracks in diesen bedruckten Papierhüllen, in dieser bedruckten Papierhülle. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Schwarz von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.